Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Vize Beast Monster. Ich stehe hier oben in unserer Lounge, beziehungsweise in dem, was demnächst unsere Lounge werden soll. Und ich dachte mir mal, wir bauen da mal ein wenig weiter, da ich mich leider nicht wirklich vorbereitet habe auf diverse anderen technischen oder zaubertastischen, naja, Tätigkeiten. Genau, nennen wir es mal Tätigkeiten. Und bevor wir hier gar nichts machen, bauen wir einfach mal. Denn Bauen gehört ja schließlich auch mit dazu. Hier wollte ich ja ursprünglich mal so einen Cleanstone-Rand haben. Dort kriegen wir noch locker hin. Bevor wir hier weitermachen, schauen wir uns das noch ein wenig von der Ferne an. Ja, sieht zumindest gut getarnt aus. Das passt soweit. Aber hier machen wir es doch gerne doppelt. Und wehe, von diesem kleinen Loch da unten kommt ein Höhlengeräusch. Dann drehe ich durch. Mhm. Und hierhin. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, womit wir uns jetzt explizit weiter beschäftigen sollen. Immer noch mit Soundcraft. Was wir gerne machen können. Nur müsst ihr davon damit rechnen, dass es halt deutlich mehr Einarbeitungszeit für mich benötigt als möglicherweise etwas anderes. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass ich vielleicht dem nicht abgeneigt wäre, irgendwo weit weg zu gehen und dort so eine Art kalten Relaunch zu machen, so eine Art Survival-Abenteuer oder Survival-Urlaub. Was haltet ihr denn davon? Wäre das was für uns? So ein schöner, netter Urlaub. Nichts mitnehmen. Und dann einfach mal schauen, wie wir da zurechtkommen. Selbstverständlich legen wir uns dort ein paar Regeln fest, die dazu führen würden, dass der Block hier schlecht gesetzt ist. Nee, dass wir es nicht ganz so einfach haben. Dass wir halt auf Technik und etc. verzichten. Weil irgendwie würde ich gerne von Anfang an einfach mal mit Tinkers Werkzeugen arbeiten. Und zwar mit den Schwächsten der Schwachen. Ein kleines Häuschen bauen. Nicht sowas Protziges hier, was in 500 Jahren nicht fertig sein wird. Ja. Moment mal, sieht das aus? Naja gut, es sieht wie ein Glasboden aus. Und mit Connected Textures sieht das halt auch ein wenig gewöhnungsbedürftig aus. Okay, dich müssen wir hier entfernen. Du störst. Ich hoffe mal, dass man da noch was draufstellen kann. Ja, doch geht. Gut. Hab mir schon Sorgen gemacht. Da könnten wir einen kleinen Lavasee drunter setzen. Ich weiß nicht so recht. Auf jeden Fall wollte ich diesen Baum hier irgendwie... wie heißt dieses Teil mit länger haltbar machen? Nicht einfrieren, ihr wisst schon, was ich meine. Aber kennt ihr das auch? Ihr wollt da unbedingt ein Wort raushauen, das ihr unbedingt kennt. Was heißt, dass ihr unbedingt kennt? Dass ihr halt so kennt, dass ihr halt regelmäßig benutzt. Aber so eher unbewusst. Und kaum wollt ihr es mal bewusst benutzen, fällt es euch nicht mehr ein. Mies. Oh, ich glaube, ich habe nicht genug Glas dabei. Mit zwei Stacks werden wir hier vielleicht nicht weit kommen. Vor allem, wo der erste Stack schon aufgebraucht ist. Naja, egal. Rush ich halt schnell runter. Mit dem Anzug geht es ja alles flott. Und hol uns dann mal ein neues. Der Grasblock stört. Die Erde können wir hier auch entfernen. Aber irgendwo müssen wir doch irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Und das machen wir am besten hier. Hier können wir dann mit Erde auffüllen. Ach, was für eine schöne Aussicht.
Und die ganzen Zeichen, die ganzen Wegmarkierungen von den Aura Notes, die nerven mich dann schon ein wenig. Aber da können wir ja was machen, ne? Ja. Ah, besser, gut. Wenn wir die wieder brauchen sollten, dann können wir da einfach dorthin gehen und schauen, wo die stecken. Was heißt hier schauen, wo die stecken? Die einfach wieder aktivieren, die Markierung. Und das war ja wieder sowas von oberschlau. Als ob ich 5 Milliarden Cleanstone mitgenommen hätte, aber naja. Was ich mich auch schon die längere Zeit frage, habt ihr irgendwelche Fragen an mich, die ich euch vielleicht eventuell beantworten kann, wenn sie halbwegs sinnvoll sind? Denn auf eigenartige Fragen könnte man durchaus eigenartige Antworten bekommen. Oder kennt ihr irgendwelche Themen, die ich einfach so von mir geben könnte? Und mich damit bestenfalls lächerlich machen würde. Moment mal kurz. Papa Frosch war da mal wieder im Hals. So. Wild Brigades. Vielleicht sollte ich hier auch Dings da, das Glas aus der Smeltery nehmen. Wie heißt das nochmal? Vibrant Glass? Es gibt zu viele Arten von Glas. Clear Glass, genau. Dann geht es auch ohne Connected Textures, dass es hier so aussieht. Yeah, ich habe kein Glas mehr. Aber da machen wir mal Trick 17. Grün? Ja, ich habe kein Ding dabei. Super. Ja, das vergesse ich nur allzu gerne, dass ich hier Dings da Enderpearl das brauche, damit die Portal Gun funktioniert. Aber naja, gibt ja auch Schlimmeres. Glas. Du bleibst hier. Naja, die Erde können wir noch behalten. Die brauchen wir ja oben noch. Und dann vielleicht noch Stone. Clean Stone. In der einen Dimension, da wo die Schneedimension da vor sich hinrappelt. Hinrappelt. Wieder voll konkret ausgedrückt, ne? Also in der Schneedimension da unten, wo wir die Ender Quarry aufgestellt haben, habe ich noch eine zweite hin dazugestellt. Und schon mal einen deutlich größeren Rahmen gezogen. Damit wir uns damit nicht allzu viel beschäftigen müssten in der Aufnahme Queries umzustellen. Weil ganz ehrlich, mich langweilt es auch, aber es ist halt nötig, wenn man hier der Rohstoff-Babo sein will. Und die ist dann irgendwie schon nach einem Tag oder im Moment. Doch, es ist ein Tag her, wo ich die aufgestellt habe. Oder zwei? Lass mich überlegen. Zwei Tage. Und die sind gerade mal so bei 10% oder so, also da geht noch was. Vielleicht müsste ich das hier auch alles mit Cleanstone betonieren darunter. Habt ihr eine Meinung dazu? Ich finde es ja so ganz schick mit den konservierten. Ah, das war das, was ich gesucht habe. Konserviert, genau. Den konservierten Baum da unten. Finde ich ganz chillig. Vielleicht noch ein paar Blümchen oder so. Oder ein paar Fackeln. Überlegen wir uns das mal. Komm, hier, mach mal zu. Gut, hier steht die Wand auch drauf, also Moment mal kurz. Wofür habe ich eigentlich den Marble dabei? Gleedstone oder Marble? Ich würde schon sagen, dass wir Marble nehmen. Also den Marble-Kobbel. Im Default-Texture-Pack sieht der ja mal richtig ekelhaft aus. Wie ich feststellen durfte, denn als ich das Spiel noch installiert habe, war ja noch kein Dings drauf. Noch kein Texture-Pack. Oder Resource Pack, wie man das heutzutage nennt, ist mir eigentlich Wumpe. Mal einen Hammer gezückt. Jo, hier ist mein Hammer. Ah, den Builder Swand könnte man noch gebrauchen. Die Säge mal kurz weglegen. Und dann hacken wir hier mal wieder fröhlich weiter. Yay. Natürlich habe ich die Schaufel weggelegt.
Dabei ist die Axt das Einzige, was ich aktuell nicht brauche. Aber die Axt ist ja auch gemeingefährlich. Ich meine, die Schaufel ist ja auch gemeingefährlich. Die darf man ja nicht zu oft benutzen. Beziehungsweise zu hart. Auch wieder so ein Ausdruck. Zu hart benutzen. Wie kann man eine Schaufel zu hart benutzen? Man kann vielleicht hart draufklicken, ja. Komm, Fackel, Fackel. Fackel? Fackel? Fackel! Meine Fackel ist weg. Finde ich jetzt gar nicht toll. Aber naja. Sieht keiner hinterher. Hier könnten wir die Toiletten oder sowas reinbauen, ne? Und hier oben jetzt nochmal alles wegreißen. Das meint auch die Spinne. Die kann uns gerne besuchen kommen, wenn sie will. Dann kriegt sie einen vors Latz. Oder vor den Latz, oder wie man es so schön ausdrücken mag. Aber naja. Für meinen Geschmack zu dunkel. Und nee, ich werde jetzt extra nicht schlafen gehen, weil dann verlieren wir wieder eine knappe Sekunde. Das muss ja auch nicht sein. Okay. So geht es ja rucki die Zuck. Moment mal. Eine Lounge braucht ja auch eine Bar. Die könnten wir ja ein wenig tiefer reinziehen. Genau. Das müsste reichen. Muss ja nicht die längste Theke der Welt werden. Hoppala, hier. Und hier. Wieder voll concentrated. Ich merke das wieder. Das liegt daran, dass ich immer so verstumme. Weil dummerweise bin ich nicht multitaskingfähig. Und in Referate halten war ich früher auch nie besonders gut. So ein kleiner Tipp an alle angehenden kleinen Let's Player. Naja, ob ihr klein seid oder nicht, das bleibt ihr euch überlassen. Körpergröße hat ja damit nichts zu tun. Wenn ihr früher in der Schule gut in Referaten wart oder jetzt in der Schule in Referaten gut seid, dann habt ihr definitiv einen sehr großen Vorteil, was das Labern und Zocken angeht. Denke ich mir zumindest. Ja, es gibt schon so einige Schlafphasen, die ich im Nachhinein von meiner Schulzeit noch bereue. Aber daran kann man großartig auch nichts mehr ändern. Man muss einfach das Beste draus machen. So. Okay, gut. Rahmen wir das hier noch weg. Und das da. Ah, passt schon gut. Ich dachte schon, das wäre hier irgendwie enger als hier. Dabei ist eng ja ein dehnbarer Begriff, aber naja. Muss ja nichts Schlimmes sein. Okay, den Dreck weg. Wie viel Platz brauchen wir denn? Hier die Mauer hinkommt, hier die Theke. Dann haben wir ganze 2 oder 3 Platz. Das passt soweit. Ja, wundervoll. Joey, das hast du mal wieder super hinbekommen. So geht das, genau. Also manchmal frage ich mich wirklich, was macht der Bursche da die ganze Zeit? Nee, den normalen Marble brauchst du uns da nicht hinzusetzen. Oh, schade um den ganzen Cobblestone. Den würde ich so gerne aufsammeln. Ich habe ja erst knapp 5,6 Millionen. Da geht noch einiges. Ja, super. Mache ich den Abschnitt hier halt manuell. So kann man aber auch Cleanstone loswerden, ne? Okay.
So, passt, wackelt und hat Luft. Da müssten wir jetzt dann quasi auch einen Obsidianboden reinziehen, auch wenn die Hälfte davon gar nicht gesehen wird. Beziehungsweise wird im Nachhinein nicht mehr gesehen werden. Boah, der Basalt lässt sich ja richtig ekelhaft abbauen. Und hier muss man wieder aufpassen, dass man nicht aus Versehen eine Zehntelsekunde zu lange auf der Maus bleibt. Sonst ist ein Steinchen mehr weg. Optimal. Ich habe noch ein bisschen Cleanstone. Habe ich doch nicht alles verbraten. Wie penetrant mir der Cobblestone ständig ins Inventar reinhüpft. Richtig ekelhaft. Und ich mag es, wenn die richtigen Steine nachrücken. Die Möbel werde ich hier erst später bauen. Ich hoffe mal, dass mir jetzt nicht zwischendurch der Marble ausgeht. Und er deswegen einen Ersatzstein reinlegt. Okay, hier wird der Toilettenbereich herkommen. Das ganze unnütze Werkzeug mal beiseite legen. Und hier geht's dann weiter. Hallo, Spinny. Ich glaube, ich bin. I think I spider. Ah, wer kennt dieses kleine Zitat? I think I spider. Gut, hier können wir jetzt Dreck reinstopfen. Dafür haben wir ihn ja noch aufgehoben. Und etwas, was mir die ganze Zeit schon ein Dorn im Auge ist. Das da. Gehst du da bitte rein? Ich habe zwar schon überlegt, ob wir hier ein Obergeschoss oder so reinziehen. Aber dafür pfuschen wir jetzt ein wenig Erde rein. Das geht auch. Merkt ihr jetzt wieder, da plötzlich die FPS eingebrochen sind? Unglaublich. Und ich habe keine Erde mehr. Beim nächsten Mal. Ja, knurr doch noch besser rum. Dass man zwischendurch die Hand nicht sieht. Das liegt dann an Optifine. Kann ich leider auch nichts für. Hier könnten wir noch so eine Art Brücke bauen. So eine Terrasse. Wow, spinnst du? Ja klar spinnst du, du bist auch eine Spinne. Ba-ba-bam. Dann reißen wir dich hier ein. Hier kommt zwar wieder eine Säule hin, aber aus einem anderen Material, bitte. Ernsthaft, das war jetzt wirklich mein letzter Marble. Das hat sich ja gelohnt. Hui! Ohne zu fliegen. Und hin und wieder was futtern, das hilft auch. Ja, ach du Schreck. Marble. Basalt weg. Marble. Das ganze Spinnenzeug weg. Und dafür noch ein bisschen Marble. Läuft bei uns. Und jetzt geht's da wieder hoch in die Baustelle und dann machen wir jetzt die eine Säule da noch fertig. Gut. Dann bitte noch in die Richtung. Und dasselbe wiederholen wir dann auch hier. Oder wäre es offen schöner? Da habe ich jetzt gerade keine Meinung zu. Ich sehe gerade, dass das hier alles asymmetrisch ist, aber das macht in dem Fall nichts. Denn ich hoffe mal, dass das so gewollt ist. Klar ist es so gewollt, ich will ja die Natürlichkeit des Berges ein wenig beibehalten. Man muss ja nicht immer alles zerstören. Und jetzt habe ich die Erde nicht dabei. Und hier läuft es wieder wunderbar flüssig.
sogar mit Vollspeed. Die Steinchen lassen wir mal liegen. Mhm. Da musst du jetzt doch weg. I'm so sorry. Okay, passt. Nee, Moment, da hauen wir die Erde hier noch weg. Weil das kann ja schon ein wenig ordentlicher gemacht werden. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie mir das Bauen momentan Spaß macht. Klar, es dauert seine Zeit, aber naja. Und dann musst du hier auch weg. Gut, die zwei Erde hauen unter Spitzhacke weg. Das habt ihr jetzt alle nicht gesehen, hoffe ich mal. Vielleicht sollte ich mir jetzt so ein Universalwerkzeug machen, so ein Dings da. Wie heißt das Teil nochmal? Ach halt, das ist ja nur mit einem Mattock, genau, aber das ist ja nur für Axt- und Schaufelkombination. Das war ja oberclever. Komm, den Rucksack hier weg. Gut, steht der Ding, der Baum ab sofort auf Marble. Ist nicht mein Problem, sondern seiner. Soll er selber schauen, wie er damit zurechtkommt. Ursprünglich habe ich ja geplant, dass ich da die Lounge da drauf hocke, aber so hier drin gefällt es mir doch auch relativ ganz gut. So, gleich haben wir's. Die Wand ziehen wir bis hier hin, okay. Hier könnten wir so ein schräges Fenster machen, beziehungsweise wir könnten hier sogar offen lassen. Das wäre ja auch eine Option. Aber hier könnten wir definitiv mal eine Säule hochziehen. Hier können wir dann ein großes Panoramafenster reinziehen. Solange wir noch Glas dabei haben, können wir das schon mal vormarkieren. Beziehungsweise vormerken. Oder gleich komplett fertig machen. So. Ich glaube, der Raum kann sich schon mal sehen lassen. Hier kommen dann wirklich die Bar rein. Und ich dachte mir, hier mitte ich ein richtig schönes, großes Aquarium. Aber ich glaube, daran machen wir uns dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!